Moin, moin, ihr Survivor. Nee, Spaß. Wir haben noch ein paar Videos von 2014 übrig. Und bevor die jetzt sang- und klanglos verschwinden, haben wir gedacht, machen wir darüber noch ein Video. Das sind ein paar Türchen, Screenshots oder ein, zwei kleinere Projekte, die wir gemacht haben. Und ja, anfangen wollte ich jetzt mit drei Türen, die nicht mehr in den Weihnachtskalender gepasst haben. Ja, dabei wünsche ich viel Spaß. Ja, Mann. Ja, oh mein Gott, schön, oh mein Gott, bin ich so böse. Wir müssen halt aufpassen, wir können mit dem Gunner, wir können uns da rausschicken. Der schläft in seinem Haus. Ja, aber der muss irgendwann rauskommen, natürlich schon einfach. Muss doch mit drei Leuten davor liegen, bei dem kann man. Nice! Es tut mir leid, Kollege, irgendwie hab ich schlechtes Gewissen. Haus ist offen? Ja, ja. Bestimmt eine Scheiße. Nee, nein, ganz und gar nicht. Er schläft! In irgendeinem Häuser schläft er. Pass auf, die sind zu zweit wahrscheinlich, ne? Fuck, egal, das will ich jetzt eines nicht mehr. Ich guck, welche Zaun das ist. Okay, hab die Tür. Aber ich bin ready, ich komm schief runter, Babbel. Du musst, ganz sicher, ich bin mir ganz sicher. Er kommt jetzt raus, hey! Hab ihn bauen und Tür ist auf. Oh, war Mittel, fuck, ich war gar nicht so gelockt. Tür ist auf, ich hab ihn. Richie, geh rein und pass auf, ich komme. Haben die. Wow, Schüsse bei mir? Jane Doe, SVD. Scheiße, jetzt nur einen Rucksack, Mann. Ich glaube, die kommen auf uns zu. Ja, yeah, bleibt in den Bäumen. Ich höre die. Das hört sich aber gar nicht an wie ein UAZ. Ja, diese große Ural, habe ich gesagt. Ah, Ural, noch besser. Okay. Die kommen durch. Hey, AJ, seid ihr alle hinter Bäumen? Aber. Ah, jetzt weiß ich nicht, aber. Chill, ja. Ich bin auf der anderen Seite. Ich hoffe, ich kann da in die Schießen. Ich bin hinter denen. Ich kann von hier unten auf die schießen. Ihr könnt kommen. Ich hab Makar auf 8 Schuss habe ich, ne? Tür auf oder einfach nur beide töten? Beide. Keine Tür Ahnung. Tür auf. Tür ist auf, aber einer. Die liegen da beide, aber die Tür ist zu. Was macht Sim? Ja, ich lass mich nicht sehen. Macht du, Männer, jetzt macht er euch bereit. Ich mach jetzt gleich den Schuss. Der muss jetzt zumachen, dann macht er auf. Jetzt macht er zu. Und los geht's. Hab ihn. Komm mal. Und jetzt los, der Boss. Der liegt da, hinterm Auto. Ich bin der Survivor. Holt ihn euch. Der ist an der Base. Der rennt hinten weg. Ja, der rennt zum Tor. Ihn. Seht ihr, was der macht? Ja, der steht im Tor von der Base, rennt jetzt weiter rum, rennt weiter rum. Okay, ich warte hier auf der anderen Seite auf ihn. Ja, Tim hat ihn, glaube ich, oder? Der ist jetzt oben am Ende. Ja, wenn der rumkommt, okay, hol ich ihn. Okay. Mir. Wo ist der? Ich hab ihn, nice. Ja, also, ist auch da ist noch einer, das bist du, ne? Das bin ich. Alles klar. Ihr könnt alle Ural nehmen und ich komme jetzt zum Haus. Murat und Tobi hat FN Fall schon mal. Ach, ne Fall. Blut hab ich. Wir haben das Auto und er ist tot. Beim folgenden Clip haben die anderen einen Angriff auf HEK geplant gehabt. Und ich kam gerade erst online und bin in Ethanos gespawnt, hab das gerade noch mitbekommen, dass sie halt einen richtig dicken Angriff geplant haben. Der eine hat mit der Dishkin gewartet, die hatten sich extra zwei Helikopter besorgt. Und die HEK-Leute waren auf dem Sektor. Ja, und der Angriff sollte losgehen, wenn die im Landeanflug sind. Ja, was dann passiert ist, könnt ihr euch dann jetzt mal live angucken. Weiter nach rechts, ich sehe so nichts. Jonas, wo bist du? Bleibst du. Was machst du? Hä? Alter, sind hier in der Falschbase so. Fixi. Die fliegen weg. Nein. Was ist die falsche Base geflogen? Nicht dein... Was? Versuch trotzdem zusammen. Bist du in die falsche Base geflogen? Ja. Ich hab mich schon gewundert, wo ich denn... Oh, was ist das? Da unten eine Room. Im Zelt drin ist einer. Ja, ich hab's gesehen. Ey, wie kann man denn in die falsche Base reinfliegen? Jonas, bist du... Was ist... Alter, GG Jonas. Ey, Jonas. Ey, ja, echt krass. Ich hab mich schon gewundert. Das ist doch auch die HK-Base, oder? Hab's nicht. Nein, Alter. Wenn einer fällt, ist die ganze Mission im Arsch. GG, Alter. Nachdem das dann schief gegangen ist, war die Stimmung natürlich am Boden.
Und der Kollege hat sich einfach auf die nächstbeste Aktion geschmissen. Da kam nämlich gerade ein Heli, der in seiner Base landen wollte. Ja, und drauf ging's. Ja, und dann wollten wir einfach mal testen, wie Fresh Spawns reagieren, wenn 3-4 Leute mit an einem Lagerfeuer sitzen, an einer Spawnstadt. Und damit wir nicht einfach nur sinnlos über den Haufen geknallt werden und derjenige noch mit Humanity belohnt wird, hat die sich mit einer VSS platziert und greift im Notfall ein. Richtig, muss mal sehen, wie das aussieht. Egal, bleibt einfach sitzen. Ah, das Feuer. Ich guck, aber ich sehe deine Füße nicht. Wo? Oh. Bei vorne oder beim Heck? Der ist beim Heck. Hey, dude. Wo ist der denn? Ich seh den nicht überall. Ich höre euch bis hier oben hin. Björn, wo setzt du dich denn hin? Ey? Setz dich mal in den Kreis rein. Ja, das sieht scheiße aus. Der denkt sich auch, irgendwas geht denn bei denen ab. Ich hör ihn. Hallo. Wo ist der im Auto? Ja, wie sollte es anders sein? Er hat uns alle über den Haufen geschossen, ohne dass wir was machen konnten. Und wir haben es aber später nochmal versucht. Und das kommt aber in Teil 2 später. Ah, kill ihn erst bei den Leichen. Noch mehr von uns findet ihr hier. Und wenn ihr gar nicht mehr ohne uns könnt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Wir freuen uns.